Seit dem Jahr 1962 ist der Krabson John oberhalb von Laax durch seilgezogene Aufstiegshilfen zugänglich. In jenem Jahr wird die Firma Poma von der neu gegründeten Laaxer Bergbahngesellschaft beauftragt, ein Netz von insgesamt 5 kuppelbaren Stangenschleppliften rund um den markanten Gipfel zu erstellen. 3 Sektionen führen von dem Weiler Mulania bei Laax bis auf den Krabson John, eine Fortsetzung führt mit 2 weiteren Schleppliften über Plauen bis auf die Alpner Gens. Ein langes Leben haben sie nicht, denn schon nach wenigen Betriebsjahren sind die meisten von ihnen konventionellen Bügelschleppliften oder Sesselbahnen gewichen. Parallel dazu wird der Krabson John ab 1968 aber auch durch eine Luftseilbahn auf direkter Linie erschlossen. Die Bahn stellt die erste Sektion der geplanten Anbindung des Vorabgletschers dar, der auch im Sommer für den Skibetrieb genutzt werden soll. 1974 kann schließlich die zweite Sektion vom Krabson John auf den Krabmaseng eröffnet werden. Anders als die erste Sektion ist die neue Bahn jedoch als Beschäftigungsanlage kaum geeignet. Sie verläuft entlang des Bergrads Krestlasjala und überwindet nur wenige Höhenmeter. Von der Bergstation auf dem Krabmaseng ist der Krabson John nicht direkt erreichbar. Aus diesem Grund wird die Herstellerfirma der Luftseilbahn, die Maschinenfabrik Habegger aus Thun, auch mit dem Bau 2 zusätzlicher Schlepplifte unter dem Krabmaseng beauftragt. Der eine im Bereich Dreispalers dient als Rückbringer von der Maseng-Abfahrt zum Krabson John, der andere auf der Alp Dado zusätzlich auch als Beschäftigungsanlage auf der Südseite des Krab. Als solcher ist er schon bald hoffnungslos überlastet. Doch es dauert noch bis ins Jahr 2011, ehe der Lift durch eine kapazitätsstärkere Sesselbahn ersetzt wird. Die Anlage von der Firma Leitner ist die erste Sesselbahn der Schweiz mit einer Nenngeschwindigkeit von 6 Metern pro Sekunde und kann stündlich 2400 Personen befördern. Auf diese Weise sind die 1,5 Kilometer Strecke in weniger als 5 Minuten überwunden. 370 Höhenmeter Abfahrt stehen dem Skifahrer dann zur Verfügung.